Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Karin. Wir haben gerade die neunte Horde hinter uns und wir sehen gerade, es gibt ein paar Nachzügler. Aber ich glaube, die sind tot. Denn wir haben heute viel zu tun und so wenig Zeit. Ich muss mich nämlich vorbereiten. Hitze technischerweise. Haut hin. Ich brauche nämlich Kühlungszeug. Weil sonst könnte es ein bisschen hitzig werden. Genau, Kältetränke brauchen wir. Hält 12 Stunden. Sollte für uns erstmal reichen. Ich brauche da eine Orange und einen roten Kohl. Ich habe da letztes Mal ein bisschen was gesammelt gehabt, aber ich weiß nicht, ob da eine Orange und ein roter Kohl mit bei war. Wenn nicht, dann müssen wir eben halt... Ah, ich weiß es nicht. Eine Zwiebel habe ich. Ich habe weder roten Kohl noch eine Orange. Das ist das Doofe. Ich kann auch verdorbene Cola. Das gibt uns, wie gesagt, eine Stunde Kälteschutz. Zieht uns aber auch Lebensenergie ab. Das heißt, ich muss das alle kompensieren. Und ich muss darauf achten, dass das auch dass das nicht überhand nimmt. Aber erstmal muss ich mich um mein Inventar kümmern. Weil, wie gesagt, sonst doof. Ich weiß nicht, soll ich das Geld mitnehmen? Ich glaube, erstmal werdet ja nicht mal so verkehrt. Weil da hast du vielleicht noch Läden oder Automaten, wo du Stuff kreieren tust, den du hier nicht hast oder so. Ich weiß es nicht. Also, das kann ja sein und so. Deswegen denke ich mir mal jetzt erstmal, ich nehme das mal mit, wa? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wie gesagt, das muss ich auch mitnehmen, weil ich nicht weiß, was ich da hinten brauche. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber wie gesagt, Glauben und Wissen, das sind zwei verschiedene Schuhe. Nee, das ist falsch. Das gehört darin. Genau. Genauso wie ditte. Und ditte. Und ditte. Und das muss ich noch umarbeiten in Benzin. Weil ich will ja nicht nur dahin fahren, ich will ja auch, denn wenn möglich, auch wieder zurückkommen. Das wäre schön. Das wäre so schön. Genau, guck mal. Also Munition, das sollte eigentlich doch ja kein Problem sein, oder? Also wenn ich denn irgendwann mal das herstellen tun täten, sollte mir das möglich sein. Mal sekieren, Stoff und so. Also, das muss ja auch noch darin. Naja, wie gesagt. Vorbereitung ist ja alles. Ich versuche es gerade. Ja, das ist korrekt. Batterien kommen denn da drüben hin? Die haben wir ja letztes Mal auseinandergenommen. Der Benzin nehme ich mal raus. Also, ich muss mir die Pumpe bald bauen. Ich brauche die Pumpe bald. Sonst geht uns die Pumpe. Und zwar schneller, als mir lieb ist. Das brauche ich jetzt nicht. Den Knüppel brauche ich nicht. Die Angel brauche ich jetzt nicht. Das Schwarzpulver schmeiße ich auch bei Steinerin, weil, wie gesagt, da ist ja auch das Schwefel drin. Das sollte... Ah, nee, da ist ja auch noch das Schild. Ihr sagt, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann mal ein Laserschild kriegen. gut, glaub mal weiter dran. Ich muss daran glauben. Ich muss daran hoffen. Hoffen. So, was haben wir? 300 Novat. Naja, wird schon funktionieren. Und wie gesagt, jetzt muss ich hinmachen, weil ich muss mich dann auch zurück, weil wir haben ja denn die nächste Horde, die wir haben, ist ja denn die 10. Und da brauche ich sehr viel Bums und das muss gemacht werden. Also rein theoretisch muss ich erstmal den Bums vorbereiten. Naja, gut. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so lange dauert. Ich sag mal so, spätestens 10, 11, naja, 15. 15, das reicht. Also wenn ich mir Sachen herstellen kann, das dauert ja nicht lange. In 15 sollte reichen.
Ich muss bloß daran denken, bevor ich die Wüste betrete, dass ich da eben halt an die Cola nüppel. Und am besten vorher noch das Essenzeug nehme, nicht dass ich gleich abnüppel, weil wie gesagt, das kann ja schön teuer werden, was die Lebensenergie angeht. So Leute, von heute, wir haben es geschafft. Also es ist immer noch dunkel. Ich muss hier aber ganz schön so ein bisschen ausweichen. Aber ich habe die Brücke gefunden. Ja, siehst du? So, jetzt muss ich aber kurz davor anhalten und mir eine Cola rinzwirbeln. Weil sonst wird es nämlich heiß hier. Und ich glaube, ich mache die jetzt erstmal alle platt. Oh, danke. Handschuhe. Ist ja goldig. So, wie gesagt, alt, was jetzt hier an Loot kommt, wird schon mal besser sein, als das, was wir kriegen haben sollten. So, ich zwirbel mir mal jetzt schnell das Essen hinter. Was die Lebensenergie angeht. Und jetzt eine Cola. Ja, ja. Musste jetzt durch. Ich habe jetzt gerade nichts anderes zur Hand. So, jetzt müssten wir hier rinfahren können, ohne drauf zu gehen. Das Problem ist die Cola, wie gesagt, da müssen wir kicken, dass das eben halt zeittechnischerweise ist hier begrenzt ist. Aber das sieht man, wenn man da rinkommt, genau, jetzt sind nicht auch die anderen Dudes da. Explosionstechnischerweise ungünstig. So, wie gesagt, immer schön aufachten. Ah, siehst du, die Leuchteviecher. Immer schön aufachten. Das dicke genug Kühlung immer an mich habe. Ich versuche hier gerade so einen Faden zu finden, aber das gestaltet sich gerade ein bisschen schwierig. Aber ich bin on course. Da oben ist ja irgendwo auch das Ding sein, wo wir hin müssen. Ja, ich fahre hier abkürzen, wie gesagt. Ich habe immer bloß eine Stunde Zeit. Ja, muss ich. Ich will dann eine Cola schlürfen. Aber das andere wäre besser gewesen. Ne? Wir müssen den Garten hinkriegen. Der Garten muss nächstes Mal. Ach, wir sind schon hier. Ich glaube, das ist es, ne? Auf der Karte. Ah, sind zwei Meter. Ich glaube, ich fahre das noch. Bis zum Eingang. Yippie-yay. Ach, und ich muss hier aufpassen, hier nicht hoch Löwen und andere Viecher. Da muss ich vorsichtig. Ey, jetzt muss ich jetzt mal gucken, dass ich hier. Ich wollte gerade sagen, dass ich hier durchkomme. Und immer schön drauf achten, Cola technischerweise. Wir sind doch nicht richtig gewesen, sind doch noch 2 Meter. Ah, siehst du? Ah, Löwe. Ich habe ja gesagt, wenn ich das schaffen sollte, können wir ja noch mal hier so eine kleine Jagd starten. Aber erstmal, weiß halt, Militärgelände, nicht immer weiter. Er hat mich auch. Hier erreicht. Heißt, ich muss jetzt, wie gesagt, dadurch. Das machen wir am besten mit Schrotzer, würde ich mal sagen, wa? Wegen hart durchgreifen und so. Ja, den machen wir lieber was mit der. Weil hier ist nämlich auch so ein Dude-Hüller. Gut. Der ist down. Leider hat der nichts. Es wäre nett, wenn ihr auch ab und zu mal auf die Kohle achtet. Militär. Jo, die könnte ich eigentlich so wegnatzen, ne? Das geht, aber die anderen Explosionsdudes nicht. Genau diese. Da muss ich. Ah! Kicken, dass ich die so wegkriege erstmal. Und das erste Hinweis war ja gewesen, dass wir da oben hin müssen, ne? In die Schaltzentrale. Warte mal.
Die müssen wir so wegmachen, weil die explodieren. Explosionen sind kacke. Vor allen Dingen, wenn sie ihnen vor ihm stehen. Die kann man ihnen ganz schnell das Leben kosten. Alter, ich hoffe, dass ich das mit der Cola sehe, weil, wie gesagt, die Dratzfatz. Wenn du da ihn mal das Problem hast, dann hast du ein Problem. So, das war hier drinnen, ne? Oh, jetzt kommen sie mal alle bitte raus. Es waren ja bloß noch mal alle durch. Hier bin ich. Alle bitte vor die Tür, bitte. Das ist für mich besser. Ups. Sag ich noch. Das machen sie bitte noch nicht normal. Ja? Das täte nicht sein. Bitte das bloß normal. Runter mit der Rübe. Na, komm mal her. Wie gesagt, wir haben hier noch Cola da. Das sollte machbar sein. Und sowas sollte ich auch mitnehmen, ne? Aber ich weiß nie. Nee, das sollte ich jetzt noch nicht machen, ne? So, warten Sie mal ganz kurz. Journal. Da ist nur das abgebildet. Könnte in der Mitte sein. Des Raumes. Sieht das genauso aus? Ja, das sieht so aus. Ah, das ist doch. Hab ich. Hab ich auch. Ich glaube, das ist korrekt. Wo schicken Sie mich jetzt hin? Du willst mich verarschen, oder? Aber es gibt hier viel zu viel Loot. Und guten Loot. Der sollte gut sein, der hier ist. Also werden wir erstmal hier halt auseinandernehmen. Ein AK auf. Oh, habe ich doch schon auf derselben Farbe. Aber ich nehme das erstmal. Ihr sagt. Ah, seht ihr da? Kettensee und so, ne? Und eine Armbrust. Nice. Nimm ich. Natürlich nehme ich das. Das ist gratis, hallo. Und das nehme ich auch alle mit. Also unser erstes Ziel, was wir heute machen wollten. Perfekt. Erreicht. Und durchgezogen. So, wie gesagt, jetzt ist erstmal Loot angesagt. Ich hab's mir verdient. Vor allem gibt es hier Munition. Und wie gesagt, wir haben ja bloß bis um 16, nee, 15 Uhr, habe ich gesagt. 15 Uhr ist denn schon Brechprobe, also ab dahin wird denn schon schwierig, weil wie gesagt, ich muss den Turm noch hinbauen, ich muss den aufwerten, dann muss ich die anschließen, dass die bloß Giants angreifen und den Raketenwerfer und die Munition dazu baue ich auch. Das Problem ist, ich habe nämlich noch ja kein Dings hier von hier, kein Kobalt. Und das ist schwierig. Und ich hoffe, dass ich das hier finde, weil ich habe jetzt nicht nachgeguckt hier wegen. Da schon. Wo die nächste Mine ist, wo man sowas findet. Weil davon gibt es ja, glaube ich, auch eine Mine. Und ich habe ja auch ja keine Maske mehr bei. Also ich bräuchte ja dazu auch noch eine Maske. Hallo Sie! Haben Sie jemanden gesucht oder was? Ja, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ich habe nicht so viel Zeit. War keine U-Bahn. Ich habe hier Zeitmangel. So, ich würde mal sagen, das haben wir. Jetzt gehen wir erstmal nach unten drin. Also, wie gesagt, das Problem ist, wenn jetzt hier so ein Hut ankommt, hier explosionstechnischerweise, kann das alt nach hinten aussehen. Also, du musst um die Ecken denken hier. Alter, hier. Achso, das sind bloß so Kisten. Aber die sind lootbar. Oh, ich könnte jetzt hier in diese Kisten Kobalt drinne sein? Vielleicht?
biomabhängig? Ich kann ja sehen. Aber sieht nicht danach aus. So, warte mal, ich nehme mal. Ich nehme mal die. Da habe ich ein bisschen mehr Munition. Und wenn ich genug Abstand halte, dann sollte das funktionieren. Versuchen wir mal, wa? Oh, guck mal da. Da ist, ich sehe da ein Automaten. Das könnte genau unser Ding sein. Ein bisschen Platz habe ich noch. Ein wenig Platz muss sein. So. Oh, ja. Oh, scheiße. Obwohl, die könntet mir kaufen, aber die wäre grau, ne? Ein Flammi! Und eine Doppelschrotzi! Das ist die Doppel... Achso, das ist auch Gamble-mäßig. Wo ist mein Flammi? Warten Sie mal ganz kurz. Schon besser. Seht ihr meinen Flammi? Achso, da ist er ja. Der ist auf grau. Soll ich das nochmal versuchen? Vielleicht kriegt den ja noch ein bisschen besser. Weil die kann ich ja dann trotzdem zerschroten, wisst ihr? Gut. Hat nie so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber dann kann ich das auseinandernehmen. Dann ist es eben halt so. So, ich muss mal sagen, ich habe die jetzt. Und das sind halt bloß normale Dudes. Die krieg so weg. So, da oben sind auch noch welche. Aber sobald ich irgendwelche sehe, sind die ganz kacke, sind die weg. So in der Richtung. Und der Einer hat schon wieder fallen lassen. So, was ist das gewesen? Schuhe. Wie gesagt, der Loot ist schon ein bisschen besser. So, wem haben wir denn noch hier? Spulen? Mach mal zu, dass die bloß von da kommen können, weil ich möchte die Kiste haben. Einen besseren Flammi. Moment mal, habe ich das nicht gelootet? Gut, jetzt schon. Alter, ich hab einen besseren Flammi. Hallo. Nein, hierher. Hallo. Hinter dir. Ja, hinter mir jetzt hoch. Ich geh's. Der wollte gerade zuhauen. Und da habe ich ihn in den gehauen. Das war korrekt. Staune. Naja, gut. Ich habe letztes Mal mir Gift in geschmissen, ne? Also Gegengift. Das ist schon ein bisschen härter. Die Cola, die geht noch. Aber der Flammenwert wäre schon mal geil. Also einen blauen haben wir schon mal. Wie gesagt, wir krallen uns jetzt das, was wir hier können. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich sehr oft sage, wie gesagt. wenn ich jetzt hier schon so militärmäßig unterwegs bin und Munition und so umsonst decken kann, ohne dass mir was kostet. Hallo, rin in den Inventar. Das, was mir kostet, ist eine Cola. Hallo? Das ist das geringste Übel. Wäre zwar schön, wenn ich jetzt noch ein Kupfer oder so kriege, aber ich weiß nicht. Vielleicht hier, ich glaube, da krieg ich sowas. Militärboots. Burzel, Buzel, Buzel. Die kann ich hier hinschmeißen. Ach so, das sind Klamotten so anziehenmäßig. Ach so, und ich müsste meine Schrutze wechseln. Also, weil die ist nämlich besser. Die Doppelläufe hier. Also, da passt mehr rein. Da. So, ne, mein Dick.
mehr Munition und so und macht mehr Bums. Ihr werdet schon sehen. Aber ich glaube, wenn ich die auseinandernehme, könnte vielleicht bei Ihnen oder zwei Kobalt geben. Ich weiß es nicht, aber das kann ja sein. Also das, was wir jetzt schon gekriegt haben, das hat sich ja schon gelohnt. Wie gesagt, wenn ich die jetzt auseinandernehme, krieg Plastik und hast du nie gesehen? Das ist fake. Gut, dann können wir wieder runter. Und? Voll krass. Scheiße nur, wenn man keine Munition mehr drin hat. Würde ich sollte nicht zielen, das geht auch so. Aber dadurch lockst du natürlich noch mehr Hunds und Kunz an, wa? Und ich frage mich, wie die reingekommen sind. Achso, Tür offen. Achso, und jetzt brauche ich wieder die, weil in ihnen so ein Raum hast du Krawumsen drinne. Genau, und das hatten wir nämlich schon. Das Spiel. Und da ist am besten, wenn ich die jetzt so wegmache. Da sollten die jetzt erstmal ideal sein. Die sind zweitrangig, aber die müssen sofort weg. Die machen zwar auch viel Schaden, aber so eine Explosion ist schon scheiße. Ein Militärhelm. Hallo? Steh ihr standen! Geradeaus! Der war nicht geradeaus. Sie. Queroland! So, wie gesagt, jetzt muss ich erstmal aufpassen. Enge Gassen sind der Shit. Aber gut, dass ich hier einen Schalli drin habe, wa? So, habe ich jetzt hier ihn drinne? In der Waffenkiste. Also, vielleicht ist ja was vernünftig drin. Oh ja. Will er Zeug zum Auseinandernehmen? Und eine. Achso, die haben wir ja schon im Blau, ne? Shit. Stimmt, ich brauche die ja auf Lila. Auf Gelb. Welches Spiel, Karbin? Hallo Sie! Was hätte nach hinten losgehen können? Und das meinte ich. So was kann Marianne schnell nach hinten losgehen. Aber ich weiß nicht, ich glaube erst bei den Töten ihn nie in der Luft, ne? Aber ganz genau sicher bin ich mir da nicht. Ausprobieren will ich das nicht. Darauf kann ich erstmal verzichten. Da draußen, heuch, da kommt jemand rein. Den hau ich jetzt klein. Bis er wieder durch die Tür durchgeschoben werden kann. Und das ohne Probleme. Krass, wa? So, warte mal, ich geh erstmal nach oben. Was uns da erwartet. Ah. Die nächste Kiste. Mit Rüstung. Aber Eisen. Und ein bisschen Platzmangel. Wird langsam wieder Zeit, dass ich eine Cola schnüffel. Aber ich warte, bis das wirklich wieder angezeigt wird. Weil ich bin mir nicht so sicher, ob das stacken tut, wisst ihr? Also nicht, dass ich das jetzt nehme und dann bringt das mir überhaupt nichts. Also erstmal warten, bis es Schaden gibt. Oder so. Dann kann ich das ja trotzdem noch nehmen. Was siehst du? Und dann werde ich das mal gleich mal so machen. Das muss er ja eigentlich nicht darin, wa? Also auseinandernehmen tut er ja so oder so.
Hauptsache, das Gerät ist mit. Das Gerät. So, jetzt ist Munition dran. Immer schön die Augen aufhaben. Wegen ungebetener Gäste. Halt! Boah, warum? Wie gesagt, das ist auch doof. Also wenn ich das eben aufknacke, dann ist das Ding offen. Dann müsste es schneller gehen. Aber das ist nur meine Meinung. Dahinter sind ja auch noch Schränke. Vor allen Dingen hört man immer das Tapseln. Und hinten um die Ecke war auch nochmal. Auf jeden Fall hangermäßig. Ups. So rum. Ich hätte bloß die 8 drücken brauchen. Naja, gut. So. Jetzt ist wohl alt korrekt. Jetzt haben wir wohl eine Stunde Zeit. Also in-game. Nicht real. Ist ja wohl klar. Wir spielen ja noch hier keine 3 Stunden. Ja. Alter, was ich jetzt an Waffen gefunden habe. Das ist ja schon krass. Und das geht ja noch eine Stufe höher. Schneebiom. Ist auch krass. Ist, ja, wie gesagt, Schneebiom ist, glaube ich, so, was heißt, glaube ich? Schneebiom ist krasser. Weil da hast du ja auch diese Viecher, die schießen können und so. Und dich einfrieren und dann kannst du nicht schießen oder irgendwie so war das gewesen. Die übrigens dann auch irgendwann mal in die Horde drin kommen. Das wird schön. Da haben wir noch was zu tun. Das gehen Flammi. Da ist sie. Da oben steht auch einer drauf. Kaputt. Ich hoffe mal nicht, dass hier in der Decke steht. Den Dicken habe ich nie gesehen. Hallo. Lieber ist er als so ein Dude. Weil wenn ich ihn schon nie gesehen habe, ist wahrscheinlich da auch noch einer drin. Und die kommen jetzt von da. Aua. Aggressive Truck. Ups. Warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal kurz die 8 drücken. Die 7 drücken, bitte, ja? Weil ich habe noch nie vor zu sterben. Das ist so mein Plan. Achso, ich sehe jetzt auch, was das Problem ist. Warten Sie mal ganz kurz. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So schlimm ist es doch noch ja nicht. Also innerlich habe ich sie schon fast kaputt gesehen, die Knifte. Jetzt habe ich gedacht, dass es das ist. Na gut, dann nehme ich erstmal die Knifte in der Hand. Lasse ich sie in der Hand. So, meinte ich natürlich, ne? Und ich muss nochmal nachladen. Oh, Schnipper. Da schnippert bitte. Spät haben wir 5 Uhr. Naja, wir sind doch eigentlich noch gut in der Zeit. Oder was sagt ihr? Ich würde sagen, ja. Aber schade, dass wir noch kein Laserschwert oder ein Laserschild gefunden haben. Das wäre der geile Scheiß, werde da. Das wäre schon verrückt. Was noch cool wäre, diese. Die brauchen wir auf Gold. Wenn die erstmal loslegen tut, das kostet zwar Munition,
Aber da wächst kein Grün mehr, wenn die dahin ballert. Alter, hier ist so viel Loot, Alter. Na, Taube, du wirst noch leben bleiben. Du stehst gerade nicht auf meiner Liste. Warten Sie mal. Wo haben wir sie denn? Muss ja mal sein. Ah, gut, ich habe jetzt auch noch kein Fernzeug drin. Und nachgeladen habe ich auch nicht. Aber wir haben ja Zeit. Ah ja, gut. Schnippermäßig und so, ne? Nachladen. Ist nachgeladen. Warum ist nicht zu? Kann ich von hinten rennen oder was? Wahrscheinlich, wa? Jawohl. Du musst weg. Noch jemand? Ah, die stehen schon da hinten. Die warten ja schon. Gut. Da jetzt looten. Sollte man sich überlegen. Ich hab's mir überlegt und schon gefunden. Ah, Nase. Wie jetzt? Ich bin gleich wieder zurück. Ich muss ja bloß kurz mal an der Karre ran. Gehen wir es nicht. Stehe ich zwischen mir und mir. Das mag ich überhaupt nicht. Das Schöne ist, dass ich die ganze Zeit schön auf meine Karre aufpasse, ne? Weil damals war das so, dass die auch ein bisschen aggro geworden sind dadurch. Dann haben sie versucht, die Karre auseinanderzunehmen. Ah, das hatten wir alles schon. Dü. Nee, das brauche ich nicht. Das lasse ich noch, aber das nicht. Das, nee. Das können wir später alt auseinandernehmen. Schön. Das gibt Material, das sage ich euch. Ich kann auch darin. Wo ist das, die ich jetzt hatte? Ich weiß es nicht. Achso. Die Karre ist ja schon voll. Naja, gut. Das begrenzt unseren Loot natürlich nicht so optimal, ne? Also. Was ist denn das für ein Stein da hinten? Oh, das weiß ich jetzt ja nicht. Und ich habe noch ja kein Presto von mir gefahren. Gefunden. Aber eine Sehe. Das ist gut. Sammeln Sie das ein, bitte. Ihr sagt, was wir kriegen wir. Und das wird dann auch eingesackt. Vielleicht, wie gesagt, müssen wir auch vielleicht noch ein oder zwei Mal Tetris spielen. Aber das ist dann bloß für spezielle Zeug. Hallo, Sie. Suchen Sie mich? Ich bin gerade am Munition einsacken. Können Sie später nochmal kommen? Nee. Nee, lass es mal. Unhöflich. Sehr, sehr unhöflich. Er hätte ja wenigstens mal eine Karte schreiben können. So, Knifte. Naja, irgendwie ist AK-mäßig. So, wir werden jetzt umschwenken auf Spritze. Nee. Slow-mo. Ich wollte jetzt gerade sagen, hier schon wieder der Saft aus. In der Hinsicht die Cola. Oder ist noch ein
Waffenarsenal-Ding. Oh, ich weiß noch. Oh, das ist besser. Müssen wir denn zu Hause umtauschen? Ich weiß noch, ich habe damals gedacht, ja, 1-2 Cola werden ja schon reichen. Ist ja eine Stunde, steht ja drauf. Dann kam ich hier an. Ich weiß nicht, ob ich noch Cola hatte. Auf jeden Fall hatte ich gedacht, naja, vielleicht kann ich ja ein Schnäppchen schlagen und mich hier so im Dunkeln verkrümeln. Hier kommt ja keine Sonne hin. Ups, warte mal kurz, ich muss mal abbrechen. Das wäre ja clever, werdet. Das hat nicht funktioniert. Also, ihr müsst eure Cola trinken. Wenn ihr leben wollt. Alter, die ganze Zeit bloß Munition und Waffen sammeln. Das ist genau das, was wir machen wollten. 6 Uhr. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Da hinten noch nachkicken, da wo die Autos gestanden haben. Vielleicht ist da noch ein Gebäude oder so. Weiter geht's, weiter, weiter. Da ist noch Platz in meinem Inventar. Das möchte gefüllt werden. Was ist denn das denn hier hinter? Ah, da hinten ist noch ein Gebäude. Vielleicht sollte ich das zuerst looten, wa? Könnte sein. Moment mal, ich kann doch rein theoretisch, was heißt theoretisch? Ich kann ja auch. Warten Sie mal. Platz habe ich ja. So. Und ich kann ja. Wo ist denn das? Wo war ich denn das? Da, das drin schmeißen. Das ist, nee, das ist nicht. Das wird ja hier alles angezeigt, was ihr machen könnt. Ja, ist wieder raus. Ich wollte gerade sagen. Na gut. Dann hauen wir nämlich eine Pfund. Gar kein Problem. Man weiß, wenn man abhauen sollte. Und wenn die da lang gehen, je ich hier lang. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht hier so ein Boots kommt. Tja. Da hat wohl jemand versucht, ein Auto zu knacken. Hallo Sie. Da ist vorne am Auto gewesen. Keine Munition. Aber ist auch nicht so schlimm. Da ist ein Feuerdude. Den muss ich gleich entschärfen. Alter. Ja, ja. Okay, ich hab nie nachgeladen. Hab ich so das Gefühl. Hä? Hä? Wollte gerade sagen, Ladehemmung oder was? Der ist nämlich flammimäßig unterwegs. Und das heißt hier noch hier. Den brauche ich hier nicht. Aber ich habe alles unter Kontrolle. Ja. So, warte mal. Gut. Würde ich mal sagen, dass ich den so versuche wegzuschnippen. Ich glaube, ich habe mal erwischt. So, nachladen. Hallo? Das war ja wohin 6 am Lotto. Na gut, jetzt kommen die alle her. Also, Schwurz hat schon eine Lautstärke, wa? Ich will doch nur da rein, Mann. Der Loot. Das ist normaler Loot, wa? Ja. Also, so normal wie geht. Ja, doch. Warten Sie mal ganz kurz. Ja, ja. Warum zielig? Weil ich mir einbilde, dass ich dadurch besser treffe. Ich
Kann manchmal sein. Aber manchmal auch nicht. Ach, nochmal so ein Helm. Man kann die Helme auch denn, wenn ich die zu Hause nicht brauche, auseinandernehmen? Das hätte schon Sinn machen, wa? So, was haben wir denn hier? Erstmal, ich wollte gerade sagen, nischt. Eine AK. Ach, das. Ah, ein Speer habe ich auch noch. Kurz mal nachsehen. Na denn, der nächste Raum. Hallo Sie. Erstmal kicken. Ah nee, da ist nur so ein Dude. Warten Sie mal, ich mach mal kurz hier eine Wendung, weil ich muss ja hier. Oh. Noch eine AK. Also die haben es hier mit. Ja, gut, ist auch Militär, wa? Da sollten so eins wie AKs sein. Ein Waffenschrank. Und? Naja, gut, Knochenrüstung. Gambeln. So, das jetzt alles nur einsammeln. Wie gesagt, wir haben noch einen ganz schönen Weg bis nach Hause. Oh, das ist ja auch noch ein Gebäude, wa? Warte mal. Ah ne, von da sind wir hergekommen. Also ich sag mal so, waffentechnischerweise ist das schon richtig geil. Also es gibt ein, zwei Sachen, die wir... Ich werde die Waffen auseinandernehmen. Ich werde die nicht gambeln. Aber so ein paar Sachen aufheben. Ich hoffe, dass ich die Materialien brauche. Weil ich hatte mal eine Karte gehabt, wo die ganzen Lager drin waren, aber... Naja, gut. Jetzt gerade nicht. Ah, ich wollte... Ja, genau. So wollte ich das machen. Oh, hier ist ja noch ein Bunker. Ich hab die Karte nicht. Wisst ihr, was das bedeutet, ne? Ich muss wahrscheinlich hier nochmal her. Ich brauche eine Karte. Und da muss ich mir die erstmal besorgen. Die krieg ich wahrscheinlich da hinten. Dann muss ich vielleicht hierher kommen. Sag ich jetzt mal so. Oder ich krieg irgendwann mal eine gelbe Karte. Dann wissen wir wenigstens, dass wir hierher kommen müssen. Natürlich werde ich mir das merken, ne? Also, das ist ja wohl klar. Nicht leichter Ritt als... Ne, die... Ich wollte gerade sagen, sprangt schon wieder die Cola. So, das ist nichts Lootbares. Hier war ich... Die sieht noch verschlossen aus. Aber ich glaube, hier war ich schon drin. Ja, die Tür ist offen. Jawohl. Ich würde sagen, hier sind wir durch, wa? Oder? Oder was sagt ihr? Da ist, wie gesagt, noch eine Stadt. Moment mal, ich kann ja auch hier hoch noch. Achso, da war ich ja schon drauf gewesen. Hallo Sie. Dürfen Sie hier sein? Hey, warten Sie mal. Oh, Alter, und genau in diesem Moment fängt meine Nase natürlich an rumzuzicken. Und zwar volle Möhre. So, warte mal, da waren wir drin gewesen. Ist dahinter noch was? Weil da ist ja auch so ein Schießstand. Da waren wir noch nie drin gewesen. Und so ein Schießstand würde ich jetzt erstmal mit Waffen oder so verbinden. Nee, Quaken gucken. Ein Rennerhase. Ein Speedy. Ich mach mal hier. Schnippel. Schnippel, Schnappel. Dann müssen wir vorstellen, hier wäre der Boss. Hier ist ein Bossfight denn. Nö, jetzt nichts. Halt! Ja, da muss er durch. Entweder Ditte oder du schwitzt zu Tode. Dich zu Tode. Ich sehe hier nichts.
Außer die Fässer da. Nee, hier wird das nicht geben. Wo das eigentlich ideal versteckt wäre, wa? Naja. Naja. Sollte erstmal auch gewesen sein, wa? Ich fahre uns jetzt erstmal nach Hause. Ich werde schon mal die Teile auseinandernehmen. Obwohl, die können wir zusammen machen morgen. Die nehmen wir dann schön auseinander und dann gucken wir mal, ob wir die gewissen Teile bekommen. Ich mag es. Ich bezweifle das. Ich könnte rein theoretisch, warte mal, ich könnte ja eigentlich auch. Ich werde uns noch. Achso, ich habe ja keine Gasmaske. Aber das müsste eigentlich die nächste. Ja, ja, ist doch schon klar, weiß ich doch. Die nächste Höhle. Aber die ist ja auch mit Gas, wisst ihr? Also ich brauche ja so oder so den Rüsselschutz, wisst ihr? Und den habe ich jetzt gerade nicht. Naja, egal. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, wir verabscheuen uns heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.